Eigentlich wollte ich diesen Schaden noch mal aufgeräumt haben, ein bisschen, denn ich gebe ungern einen gebrauchten Schad hier in die Öffentlichkeit. Nicht, weil ich das nicht zeigen will, aber meistens ist es doch mühsamer, einem Chart zu folgen, da wo schon Sachen eingezeichnet sind. Warum, wie kommen die Linien? Aber vielleicht erinnert ihr euch ja zumindest an einen Teil dieser Geschichte, denn wir hatten darüber ja gesprochen. Das war dieser Schub, den wir hier gesehen haben, die Wackelei und dann die Aufwärtsbewegung. Interessanterweise, ich habe das an verschiedenen Stellen immer wieder, zum Beispiel auch bei Born for Trading. Also wenn ihr das mitverfolgen wollt, kriegt ihr ja dann immer wieder auch Videos auf euer Smartphone. Das wisst ihr natürlich vielleicht schon, ansonsten meldet euch dort einfach an. Aber da haben wir hier einen Widerstand und den würde ich nicht überbewerten. Also das war keinesfalls so, dass ich damals gesagt habe, ja, an der Marke dreht der Markt 100%. Aber es ist halt wieder eine von vielen Marken, wo mehrere Marken zusammenkommen, der sogenannte Cluster. Es ist hier ein bisschen dünn, viele Marken hatten wir da nicht, aber zumindest mal zwei, die auf diesem Ding waren. Und deshalb, wenn man schon nach irgendwo mal eine Pause sucht, ja, wo wollen wir eine Pause machen? Ja, dann idealerweise da, wo viele von diesen Marken übereinstimmend sind. Für uns erstmal egal, weil es eine Nachziehgeschichte für uns ja relativ häufig ist. Also wir verwenden ja sehr gerne den Trailing Stop, zum Beispiel Parabolic SAR als einfachste oder eine der einfachen Varianten dazu. Und der war eben nahezu bis zu dieser Marke dann auch. Also da ist jetzt kein großer Unterschied, ob man da jetzt noch Gewinne mitgenommen hätte oder eben im Nachziehen. So, und ich habe bewusst das alte Gemale mal hier drin gelassen, denn wir warten ja auf so eine Korrektur. Die war hier nicht gekommen. Das ist ja nur symbolisch. Die musste ja nicht hier kommen. Aber möglicherweise ist es genau das, was wir jetzt hier gerade sehen. Also, nachdem wir so stark gestiegen sind, schreit das Ganze ja förmlich nach einer fünften Welle. Also, denn wenn diese Bewegung so lang ist, dann ist das nicht sehr häufig einfach nur eine, jetzt kläre ich da mal drüber, A, B, C mit langem C, sondern sehr häufig dann tatsächlich mit einer Fortsetzung nochmal in der fünften. Das heißt, ich bin, obwohl der Markt jetzt gerade so ein bisschen schwächelt, gar nicht so negativ drauf. Nein, ich halte es für sehr realistisch, dass der Markt sogar nochmal einmal eine Fortsetzung macht. Wie weit die dann führt, das ist dann wohl eher etwas wieder begrenzter, denn typischerweise, nicht immer, aber typischerweise sind die fünften Bewegungen wieder kürzer als die vorangegangene dritte dann. Das sollte uns also nicht dann verleiten lassen, dann zu sagen, ey, geil, so ein starker Anstieg, das kommt doch bestimmt nach der Korrektur, sagt er doch immer. Ja, das sage ich, aber das sage ich bezogen auf die dritte Welle, die fünfte typischerweise kürzer. Wir können das nochmal ganz kurz. Ich gucke ja ganz gerne immer so in meine Standardmodelle hier, in die statistischen Auswertungen und dann sehen wir, okay, die hinten, die sieht schon mal kürzer aus. Und wenn wir das mal vergleichen, auch da können wir ja mal ruhig auf meine Datenbank mal zurückgreifen. Die hat nicht den Anspruch, immer exakt die richtige zu sein, aber sie gibt einen Indiz. Machen wir mal ganz kurz Vergleich dritte zur ersten. Dann sehen wir, die dritte ist im Verhältnis zur vorangegangenen eben sehr schnell länger als auch 100%. Kann auch doppelt so lang sein, darf auch mehr sein, aber das wird dann wieder weniger wahrscheinlich. Aber eben typischerweise mehr als die vorangegangene dynamische Welle und Bewegungswelle. Und wenn wir jetzt mal die fünfte zur dritten vergleichen, das ist die hier ganz unten. Ich hoffe, ihr könnt das noch einigermaßen gut erkennen hier im Video. Und dann seht ihr, dass die dritte im Verhältnis zur vorangegangenen eben nicht mehr 100%, sondern eher wieder weniger lang ist. Das heißt, obwohl ich ganz guten Mutes bin, wenn wichtige erste Voraussetzung, wie jetzt hier etwas Wackeliges nach unten bekommen und der Kurs sich noch nach oben, dass das eben begrenzter ist. Deshalb dann eben meine Idee auch mit Sicherheit nicht mehr auf der Stundenbasis, sondern dann eher auf der 15 Minuten, 5 Minuten Basis, denn ich handle nicht gerne fünfte Wellen. Ja, wieso nicht? Läuft doch noch. Ja, aber eben kürzer. Was ich aber, wenn ich gerne eine fünfte handeln möchte, dann handle ich lieber die dritte der fünften. Und von mir aus läuft es dann ja sogar noch ganz lang bis in die fünfte der fünften. Aber dann habe ich ein besseres Chance-Risiko-Verhältnis. Das klingt alles ziemlich eigenartig, aber wer hier das schon länger mitverfolgt, der kriegt das natürlich ja immer wieder von mir auch aufgezeigt, an welchen Stellen. Wer ihr jetzt sagt, no, das sagt mir noch gar nichts, dann mein Tipp. A, guckt euch diese Videos hier auf finanzmarktwelt.de viel häufiger an. Zweitens, guckt euch mal an, ob ihr nicht euch für den Trade des Tages auf der einen Seite, da haben wir im Prinzip diese Idee, auch wenn mit einer kleinen Abwandlung, unsere ursprünglich genannte, die kam hier nicht zum Zuge und musste dann quasi durch eine Erneuerung dann nochmal gepusht werden. Gleiche Idee, nur etwas andere Marken. Das haben wir aber gestern in dem Video schon genannt. Also, wer solche Sachen nicht verpassen will, Trade des Tages einfach anmelden oder eben für Born for Trading. Dann kriegt ihr auch Updates immer wieder aufs Smartphone. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute, viel Erfolg an den Märkten, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Beitrag.